Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Unser heutiger Gast ist Arthur Frick-Renz. Er ist Chefkoch im Gasthof zum Hirsch, den er zusammen mit seiner Frau führt. Seine Stärke in der Küche ist es, traditionelle Gerichte völlig neu zu interpretieren. Gekocht wird weder normal noch gewöhnlich. Völlig neue Kombinationen und Geschmackserlebnisse sind die Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wertvoll kochen, einer weiteren Ausgabe hier aus dem Fränkel Küchenstudio. Mein heutiger Gast, Arthur Frick-Renz. Was hast du uns für ein tolles Rezept mitgebracht? Wir haben heute ein Palkraupenrisotto. Ulmer Garstensuppe. Ulmer Garstensuppe, genau, das war ja die Prüfungsfrage mal. Ja. Und da machen wir aber Risotto dazu. Ein Bauernhähnchen, Brüstchen dazu, Pfifferlingfrische, die haben wir jetzt gerade auch. Und was einen ganz kleinen Kick noch dazu gibt, wir machen eine Crema de Mozzarella dazu. Wow. Jo. Da haben wir aber den Mozzarella von unseren Käsefreunden im Allgäu, oder? Ja, woher sonst? Ja, egal. Ja, bitte. Wir brauchen keinen Italiener dazu. Der erste Mozzarella vom Allgäu in Kislik. Also, dann fangen wir an, oder? Jawohl. Gib mir die Brüstel. Bei den Brüsteln habe ich jetzt gleich mal was ganz Interessantes. Zwei Drittel machen das immer falsch. Okay. Das ist jetzt ein Torso, nennt sich das. Das kann ich die, schon mal was nehmen? Du kannst mir bitte die Karotte schneiden. Okay. Das also schöne, feine Würfel bitte. Urrübe, ja. Karotte, gelbe Rübe. Karotte, ja. Gut, ich schneide einfach, ich heb den Flügel noch so an, schneide unterhalb vom Gelenk ein, drehe das so ab und bricht das so raus. Wenn wir das so rausbrechen, dann sollte es nochmal locker rausgehen, geht auch raus. Dann sieht es hier gleich mal so sauber aus. Früher hat man da noch weißes Grün draufgesetzt. Ja, genau. Das machen wir heute nicht mehr. Damals im Wienerwald. Jawohl. Ja, das ist stark. Nochmal brechen. Also man könnte ja zwar durch das Gelenk auch schneiden, ganz klar, aber ich brich das lieber. So, jetzt sieht man das richtig toll. Ja, und jetzt gehen wir her. Drück das leicht auseinander und du am Rücken entlang schneiden. Und dann holen wir das. Das teilt sich ja dann nachher so. Jawohl. Genau. Mhm. Und das nennt sich eigentlich Hähnchenbrust Supreme. Aus dem einen Grund, ja, weil der Knochen von der Keule, vom Flügel besser gesagt, noch dran bleibt. Mhm. Das ist dann das Supreme. Das Supreme, ja. Mhm. Gibt es in Deutschland gar nicht. Franzosen machen sowas. Ja, ja. Hier eine Maschine dazu. In Deutschland ist verboten. Ah, warum, okay, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, das geht einfach zu viel ins Markt rein oder sonst schon. Ja, da muss man natürlich schon mal Obacht geben, klar. Und wenn das maschinell gemacht wird, natürlich, ist es auch nicht so nett. Du hast ja eigentlich schon auch die regionale Küche auf deine Fahnen geschrieben, gell? Was ist denn so für dich dein Lieblingsgericht, was du so gern kochst? Also für mich sind eigentlich geschmorte Sachen richtig toll. Ich finde so schöne Kalbsbacke oder sowas, das finde ich einfach genial. Ochsenbacke genauso, backen in jeder Form. Jetzt zur Zeit, ich kriege jetzt morgen wieder ein Kalb. Ja. Und ein ganzes Kalb und da machen wir dann ein. Also du praktizierst dann natürlich schon auch Nose to Tail, also vom Schwanz bis zur Schnauze, oder? Alles, da wird die Leber, die Nierle, Spries, alles. Das wird eigentlich ohne Speisekarte verkauft bei mir. Das geht einfach so weg. Unter meine der Hand, Damen, oder? Nein, unter der Hand. Meine Damen kennen Schwätzer. Die verkaufen das gut. Ja. Und die andere Sache, ich mache jetzt zum Beispiel ein Brasato vom Kalb. Das ist ein schönes Stück zum Braten. Wieso hast jetzt du in die Pfanne zuerst Salz reingemacht? Dass du was zum Fragen hast. Genau. Dass wir einfach mal Schwätzer kennen, aber du musst auch gucken, dass du fertig wirst. Gell? Jawohl, jawohl. Also, es jawohl, ist einfach so, ich möchte, dass mein Öl gewürzt ist. Wir wissen alle, wenn wir jetzt ein Fett, wenn wir ein Gulasch machen oder sowas und ein Salz ins Fleisch rein und das nachher den Braten, den saftelt das so aus. Mhm. Sobald ich allerdings das Fett warm mache, mit Salz, passiert mir das nicht. Okay. Habe ich da einfach schon viel mehr, ist die Hitze eigentlich schon viel mehr da. Mhm. Da ist zwar noch gar keine Hitze da, aber das wird auch noch kommen heute noch.
Ja, das ist Induktion, der steigt gleich hoch. Gut, so, jawohl. Und dann haben wir ein paar Zwiebeln noch. Ein paar Schalotte, die wir noch schneiden. Mit meinem kleinen Messer. Hast du vorher schon gelacht, aber ich liebe es. Ich tue normal sogar mit dem Ausbeuten. Ich habe schon gesagt, da bringt er da für Säbel mit. Also. Ja, für die brauchst du einen Waffenschein. Filigran. Die Messer waren sogar schon in der Karibik drüben. Okay. Vor ja. 25 Jahren. Und das war natürlich auch eine Show. Hast du kein Problem am Zoll drin? Ja, das war das Lustige. Damals am Zoll dran, die sind schon abgedreht. Und dann habe ich bis zu denen gesagt, mir hat man gesagt, dass ich meinen Koffer einen Pilot geben darf. Und der okay. nimmt den mit rein. Okay. Haben die mich alle ganz komisch angeschaut. So war es aber. Okay. Und damals durfte ich nur bei so einem, so einem Flug, so einem größeren Flug, ja. auch noch ins Cockpit reinschauen und Hallo sagen. Und da ist mein Koffer drin gestanden, mit meinem Messer drin. Ja, cool. Das war natürlich schon hart. Und die Messer, das, die zwei, wo ich da liegen habe, die brauche ich eigentlich ständig. Die sind bei mir auch alle im Gebrauch. Manche sagen, ich wäre ein oldschool. Aber die habe ich schon seit meiner Lehre. Mein Lehrer hat auch solche Messer gehabt. Ich glaube, der hat die gar nicht mehr. Aber ich liebe sie einfach. Ja, du, die begleiten die deine ganze Karriere. Ja, aber ich höre schon, du, die Poladenbrüstel, die melden sich auch schon. Die dürfen ruhig schön anbraten auf der Seite jetzt. Danach schalten wir aus, drehen sie um und dann sind sie nur noch ins Backrohr rein. Okay. Denn wenn ich sie brauche. Das ist jetzt einfach das Schöne bei der Geschichte. Die Haut soll jetzt schön groß werden, dann drehen wir es, legen ein wenig Rosmarin drauf. Und gut ist, wir haben Salz unter drinnen. Und obendrauf machen wir dann noch gleich noch ein wenig Pfeffer. Aber den Pfeffer will ich nicht braten, der darf nur ziehen. Der wird dann so bitter, so ganz komisch. Der wird bitter, der wird scharf. Normalerweise, das kann man ganz toll sehr daheim, wenn die Männer mal grillen. Und wenn man das auf Steak drauf macht oder auf den Grill drauf, einfach mal drauf müllt, sieht man, wie er verbrennt. Und das ist grausam, das will man nicht. Okay, und dann setzen wir jetzt im Prinzip den Paulkraupen-Risotto an, oder? Mit Schalotte, Knoblauch, den Karotten und also Pfifferling. Also ich habe hab das schon mal anders gesehen. Pfifferling darfst du ein bisschen noch zupfen. Also das heißt, einfach einmal in die Mitte auseinanderreißen. Okay. Nämlich, dann werden die viel schöner und das Aroma kommt auch viel besser raus. Wenn man die auseinanderreißt? Ja, wenn man die auseinanderreißt. Mhm. Wenn die ganz bleiben, sind die lange zu gut. Nicht so, so aromatisch, oder? Ja. Okay. So kommt das Aroma einfach viel besser raus. Jetzt schauen wir mal, ja, darf noch ein. Gut. Ja, prima. So, Knoblauch. Knobi machst du auch ein bisschen rein? Ja. Und ich mache das bewusst ein wenig grober da. Ja. Das Feine, das können die anderen machen. Aber ich möchte, dass man das auch ein wenig sieht. Ich will das Produkt nicht einfach ganz so klein schneiden. Ich will, dass man auch noch sieht, was drin ist. Das können dann die anderen machen. Das sollen die anderen machen, genau. Ja, genau. Ja, prima. Dann schauen wir doch jetzt am besten, dass dann unsere Brüstel in den Ofen kommen. Jo. Jetzt legen wir ein dazu. Oh, Aroma, nein, wenn wir das nicht vorher reingelegt hätten, dann wäre es ja eigentlich verbrennt und das wollen wir nicht. Okay. Aha, jetzt kommt die Raffinesse. So. Ruhig mit der Schale, das macht der Schale gar nichts. Jawohl. Ja. So, das schalten wir jetzt aus. Und drehen es nochmal rum. Wir brauchen das gar nicht mehr an das gar nicht weiter denken groß. Wir machen jetzt hier noch einen Pfeffer drauf. Den mache ich jetzt zum Schluss drauf. Genau. Da mache ich schon reichlich drauf, das darf ruhig sein. Das ist fundig, ja. Und jetzt leeren wir das Ganze. Sieht das wunderbar aus. Wow. Und das kann ich jetzt, dann sehen wir noch die Streifle. Ja, das kann ich jetzt morgens machen, wenn ich will. Liebe Zuschauer, wie wir nachher weitermachen mit unserem wunderbaren Pulle-Brüstel, bleiben Sie gespannt. So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Wertvoll Kochen. Poladenbrust mit Risotto und Pfifferlingen. Arthur, wie gehen wir jetzt weiter? Also, ich habe jetzt da schon meine Zwiebeln, meine Schalotten angeschwenkt in Butter. Machen wir gleich noch eine Prise Salz drauf. Ah, okay. Da darf aber reichlich drauf, das macht gar nichts. Nee, wir haben ja so viel Material noch da, wo da kommt noch. Genau. Und das ist ja das Tolle, wenn man Salz frisch malt aus den Mühlen, das ist natürlich schon eine Mordsgeschichte. Viel besser und viel ist besser, eigentlich viel bekömmlicher auch noch. Ja, ja. Ist auch gar nicht so scharf, das Salz. So, da machen wir jetzt ganz alles rein. Die wunderbare, schöne, ich tue das Messer und ich mache kein Messer. Oh, jetzt tust du mich so loben. Ja, wunderbar schöne Brunoise, hat man das mal gelernt. Rein. Gemüsewürfel. Ja, und die da mal jetzt anschwenken mit drin. Ja. Den Pfeffer auch gleich noch drauf. Jetzt komme ich noch einmal. Wunderbar. So.
Die paar Pfifferlinge lassen wir übrig. Okay. Die tue ich da in Schüsseln nochmal zurück. Ach so, halt mal, na, die willst du noch? Haben nochmal welche da. Ah, okay. So, jetzt soll ja richtig feines Risotto werden. Jetzt machen wir unsere Crema de Mozzarella. Oh, da bin ich ja schon mal gespannt. Das ist schon mal was ganz Neues, was anderes, was Schönes. Crema de Mozzarella aus dem Allgäu. Jawohl. Super. Also wir schneiden die Mozzarella. Also normalerweise, der Italiener macht ja seinen Tomaten-Mozzarella-Salat. Der schneidet da solche Ringe und schneidet, stellt... Aber der Allgäuer macht das ein bisschen anders. Stellt zwischen seine Tomatenscheibe rein und gut ist und macht ein bisschen Basilikum drauf. Wir machen das jetzt halt mal netter. Netter, genau. So, kommt, gehört. Jetzt kommt die Mozzarella. Klein wenig Milch, Salz, Pfeffer, hast du mir einen Weißweinessig. Warum läuft der nicht? Der macht mich wahnsinnig. Darf es auch ein bisschen Pommes sein? Darf auch sein. Schau mal. Basilikum-Essig aber, gell? Ja, okay. Gut. Jetzt haben wir da ein wenig Birnenessig. Normalerweise soll es ein weißer Essig sein, wäre viel schöner. Ne? Noch schöner? Ja. Okay. Das wäre dann schon fast geschminkt. Und jetzt haben wir das Ganze mixen. Jetzt heißt, oh je, der mixt das. Warum nicht das? Ja. Es gibt, wie gesagt, den Crema de Mozzarella. Ich brauche da ein klein wenig. Jetzt haben wir so einen Mozzarella. Gib mal da noch so einen Boller her. Ja, da haben wir so einen Boller, oder? Ja, holen wir noch mal einen her. Nee, ich brauche den als Crema, wie gesagt, dazu. Soll ich den kleinen mal klein schneiden? Einfach ein klein, ja. Bei meinem Risotto als Crema. Und da machen wir noch gerade noch ganz schnell ein richtig lustiges Vorspeise vorweg noch. So, darf ich gerade? So, jawohl, noch rein. Gut. Ich rühre dann mal daheim ein bisschen unser Gemüse. Ja. Boah, das sieht ja schon stark aus. Meinst du jetzt mich? Das sowieso, das weißt du. Okay, jawohl. Gut. Uns zwei Buddhas am Herd, das ist wieder eine Geschichte. Ja, das ist eine alte Geschichte, wenn man so denkt. Dass das kommt, oder? Da haben sie mich mal fotografiert. Zwischen riesen Gemüse, oder? Ich habe einen Tisch gehabt. Zimmer, genau. Einen Tisch, da habe ich Essen, Gemüse, alles drauf. Ich finde es einfach schön, wenn man nach Italien untergeht. Da rückt man bei den Italienern, die stellen ja alles auf den Tisch, ob das Vorspeise ist, Hauptgang oder Dessert, alles auf den Tisch und dann wird mal 3 Stunden geschlemmt. Das finde ich toll. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch. Ich muss natürlich meinen Tisch ein klein wenig verstärken, weil ich draufgekommen bin. Ich hätte gerne auch einen Tischdecker auf den Boden legen, aber auf das bin ich auch gekommen. Aha. Klasse. Das ist ein Kochlöffel, gell? Der muss deswegen den muss der mitkochen? Nein, so, bei mir. Okay. So, jawohl, gut. Gut, dann darf man den gleich mal verschwinden lang. Jawohl. Das probieren wir jetzt einmal schnell. Gut. Fein. So, und jetzt? Das zieht jetzt schön an. Jawohl. Saftelt auch ein wenig. Den Saft möchten wir auch haben. Das nenne ich mein Risotto. Wasch mal den Wein. Ich brauche einen Mund voll Wein. Jawohl. Das ne, der Saft von dem Pfifferling, wenn du jetzt da reinriechst, da riechst du richtig Pfifferling. Wow. Dass es jetzt aufnimmt auf den Jetzt haben wir noch ein bisschen Wein hinein, gell? Ein Weißwein in dem Fall? Ein Weißwein, ja. Schüttet man hinein. Schüttet man hinein, genau. Gut. Schön. Teilweise. Kommt noch ein Gemüsebrühe drauf. Und jetzt machen wir einen Deckel drauf. Dann brauchen wir das nicht mehr sehr. Lassen das dann wunderbar schön ziehen. Jawohl. Wunderbar. So, gut. Jo, und jetzt machen wir unsere Vorspeise. Wir machen eine kurze Pause. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Es wird spannend. Pouladenbrust, Paulgraubenrisotto und wir zwei wieder am Herd. Bis dann. Okay, dann lassen wir das jetzt einziehen. Hallo, liebe Kochfreunde, zurück bei uns am Herd. Arthur, wie gehen wir jetzt weiter? Jetzt geht's weiter. Wir haben hier unser Risotto, das sieht schon ganz gut aus. Aha. Wenn man jetzt da reinschaut, die Paulgrauben, die gehen schon auseinander, die sind schon aufgegangen, da sind schon so weiße, braune Kerne drin, so Schlitze. Klar. Und das zeigt eigentlich schon, dass es gut ist. Aha. Und nochmal umrühren, dass sie halt anbrennt, das Ganze. Das wäre jetzt ewig schade. Das wäre nichts. Genau. Das lassen wir jetzt ziehen. Okay. Und dann nebenbei habe ich hier unsere Pfanne. Das Hähnchenbrüstel ist ja immer noch kalt. Mhm.
Da tun wir jetzt die Pfifferlinge drauf. Die tun wir jetzt leicht anbraten, nochmal Salz und Pfeffer drauf. Okay, kann ich machen. Jawohl, das ist lieb. Und nebenher, wir haben jetzt, weil wir ja die Crema und Mozzarella machen, ja, machen wir jetzt vorweg noch eine ganz kleine Vorspeise. Ja. Mal was Lustiges noch. Ja, raffiniert. Ein bisschen kleine Vorspeise vorm Hauptessen. Hauptessen, das ist eine Bombe. So, da brauchen wir jetzt ein Basilikum. Da darfst du gerade mal ein bisschen was runterschneiden. Und gib dir mal was. Na, nochmal was. Nochmal was. Viel hilft viel. Ja, aber da, wenn ich so viel grün sehe, du bist ein Green Chef. Was heißt denn das eigentlich? Green Chefs, das ist eigentlich sowas ähnliches wie die Slow Footer. Okay. Nur das kommt aus Hamburg. Ja. Und wir sind das ist ja gleich ums Eck. Ja, aber wie soll ich sagen, das ist eigentlich der gleiche Gedanke. Mhm. Okay. Regional, saisonal, ja, nachhaltig vor allem. Und auch, was mittlerweile ganz wichtig ist, auch der Personalgedanke. Ah, dass man einfach mal okay auch sagt, ja, wo wir herkommen, was wir machen, wie wir mit unserem Personal umgehen auch. Ja. Nämlich viele Gastronomen jammern, dass sie keine Angestellte mehr kriegen, niemand nicht. Und ich sage immer, so wie man nicht schreit, so kommt es auch zurück. Mhm. Da muss man einfach auch mal ein wenig mitmachen und mal ehrlicher sein zu den Leuten. Okay. Und dann läuft es auch besser. Ja. Und das ist Green Chefs. So. Darf ich zu unserer kleinen Vorspeise noch die Tomate? Bitte, die tust du mir jetzt kurz mit Salz, Pfeffer und Essig. Da hast du einen schönen Bioland-Essig da, habe ich hier gesehen. Ja. Und ich mache nebenher eine kleine Pesto. Mhm. So, wo ist jetzt mein Schnösel? Ein Stößel? Da ist er. Schnösel, Stößel. Stößel. Der ist auch noch schwer. Basilikum, Pesto. Was hast du jetzt da alles drin? Da ist jetzt nur Pinienkerne, Bergkäse und Basilikum drin. Bitte und nicht mixen. Pesto wird nicht gemixt. Klassisches Pesto wird nur gerührt. Okay. Und nicht mal gerührt, sondern eher gestoßen eigentlich noch. Mhm. Nämlich, dann schmeckt es was und es kommt richtig gut raus. Und für sowas brauchen wir auch einen Mörser. Stark. Jetzt kannst du mir bitte her noch einmal die Pfifferling durchrühren und dann kannst du das Ganze in den Ofen rein tun. Jawohl, mach ich. Und dann haben wir den eigentlich auch gleich fertig. So. Ich habe jetzt am Anfang bewusst nicht so viel Öl reingemacht, ja, dass es leichter rühren kann da. Pesto machst du jetzt noch fertig, ein bisschen Salz rein, oder? Jetzt erst am Schluss durch Salz und Pfeffer drauf. Mhm. Nämlich, Salz ist ja hygroskopisch, sieht Feuchtigkeit an. Ja. Und da wird das Pesto viel schneller grau, wenn ich das klein reinmache, mhm, Salz. Mhm. Pfeffer ist egal. Ja. Nochmal Öl drauf, das soll ja ein wenig laufen. Mhm. Und wenn wir das nachher probieren, dann ja, prima, sind wir glücklich. So, jetzt sieht es schon was gleich. Also da sind jetzt Pinienkerne, Basilikum, Bergkäse, ein Zitronen-Olivenöl haben wir drin und Salz, Pfeffer. Dann hast du ein und jetzt ist das schon richtig toll. Wow. Mhm. Dann richte ich das mal da drüber. Ja, ja, und jetzt hast du mir einfach das hier da reinfüllen. Ja. Jawohl. Lass mal aber was übrig, wir brauchen das ja. Wir brauchen es ja dann auch nochmal für unser Hauptgericht. So ist es. Ganz wichtig. Jetzt brauchen wir da noch mehr. Und das ist jetzt eine wunderbare Vorspeise von unserem Allgäuer Mozzarella. Da freuen sich die Käsefreunde, wenn die das dann auch probieren dürfen. Das ist mal was anderes einfach. Ah, ja, klar. Eine andere Geschichte. Jetzt kommt die Tomate drauf, wo du so fein geschnitten hast, so schön. Darf ich drauf verteilen? Die kommen jetzt verteilt, wurden drauf verteilt. Mhm. Dann haben wir ja unser Tomatenmozzarella. Auf moderne Art. Aha, du bist ein Modern Hund. Times. Ja. So. So. Und dann machst du noch einen kleinen Topf von unserem wunderbaren Mozzarella drauf. Von unserem Basilikum drauf. So. Stark. Und ich schneide in der Zeit nachher noch. Aber man muss schon, Arthur, du gibst ja auch Kochkurse. Ich fühle mich heute wie so ein Kochschüler bei dir. Ja, das ist aber lieb, wenn es einen Kochlehrer auch gibt. Ja, also der, wo natürlich genauso wie ihr Kochschule hat. Freut mich natürlich schon aus deinem Mund zum Hören, dass du heute schon drei Sachen gelernt hast von mir. Ich glaube schon vier. Aber weißt du, was das Beste war? Ich habe gelernt, wie man endlich die Schürze richtig bindet. Dass deine Frau nämlich schimpft, gell? Genau. So, passt das so? Nein. Jetzt gehen wir natürlich her. Jetzt kommt natürlich der Chef und macht's Finish. Ja, ich zupfe das. Okay. Ich bin eigentlich ein Zupfer aus dem einen Grund, wenn ich wieder ein ganzes drauflege, ja, dann deckst du zwei alles Drittel zu von den Gästen essen sie, die schieben sie auf die Seite. Ja. Und so ein Basilikumstrauß ist ja eigentlich relativ empfindlich auch noch. Mhm. Mhm. Mhm.
So. Super. Und da jetzt einen Löffel dazu, das kannst du im Stehempfang essen. Klasse Geschichte. Ist wirklich toll. Ja, super. Dann haben wir schon mal eine kleine Vorspeise. Jo. Gut. Dann hole ich mal den warmen Teller, oder? Jawohl. Der ist, glaube ich, richtig warm. Da mache ich jetzt noch Petersilie rein, wegen was Grünes. Aha. Und da kannst du jetzt noch ein paar Käse dazu reingehen. Ja, und jetzt ein paar Käse rein. Aufpassen beim Würzen. Zum Ersten, Petersilie macht das Ganze ein wenig würziger, salziger auch. Ja, ja. Und der Bergkäse natürlich auch. Boah, was ist jetzt, wenn ich so das jetzt für Salz, was machen wir? Was willst du machen? Willst du mal so? Ein bisschen Sahne rein. Na, Zitrone, Säure. Zitrone. Oder nochmal den Bergkäse. Der Bergkäse nimmt das natürlich auch ein wenig weg, den Geschmack. Mhm. Jetzt schauen wir mal, jetzt probieren wir mal. Dann haben wir einen frischen Löffel natürlich. Ja, eh klar. Ein wenig Salz noch, aber nicht mehr viel. So. Also das schmeckt nicht schlampig, sage ich dir. Ja. Das wird schon. Und wenn man so denkt, früher Gerstensuppe, heute macht man Gerstensuppe draus. So. Das ist mal was Neues, was anderes. Früher was ist früher ist man barfuß die Blasmusik hinterhergelaufen, heute haben wir auch Schuhe an. Ist wahr? Ja, klar. Ich bin nie hinterhergelaufen. Dann könnt ihr mir ja fast schon. Wir könnten auch nicht, du musst mal wissen, dass es Huhn bringen. Ja. Es gibt was zu tun, es gibt Huhn. So. So, dann gebe ich dir das da her. Voilà. Wunderbar. Jetzt haben wir natürlich in der gleichen Pfanne die Pfifferlinge auch noch ein wenig angeschwenkt. Jawohl. Mit warm gemacht, die brauchen gar nicht, ist gut warm. Was auf die Pfanne ist heiß. Ist wahr. Jawohl. So, gut, schön. Dann haben wir jetzt das Brüschle her. Das legen wir drauf, machen okay. Da gleich mal. Also bei mir ist es so, da gibt es noch irgendwas auf dem Teller. Bei dir geht auch keiner hungrig aus dem Rex. Nein, das darf ich sein. Das wäre nichts. Stimmt, das wäre. So, und jetzt? Ah, jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt die Crema drauf. Aus dem einen Grund, ja? Weil nämlich das Risotto wird ja, zieht ja ganz schnell nach. Mhm. Wird fest. Und ein Italiener mag das nicht. Darum haben wir die Crema drauf. Und wenn ich nachher das vermische beim Essen, ja? Dann schmeckt das einfach genial. Und jetzt habe ich da natürlich auch so wie jetzt die Knoche liegt, so schneide ich auch. So, dann tritt's mal. Und den kann man weg, dass man sieht, wie wir schön braten haben. Stark. So saftig. So. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, saftig wie die Sau, aber saftig wie die Polare. Ja. Sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Gericht. Genial interpretiert. Und so haben wir das fertig. So, schauen Sie, liebe Zuschauer. Genial! Der Risotto mit dem Pulle-Brüschel, das kann ja nur geil schmecken. Parkraupen-Risotto, bitte. Ja. Entschuldigung. Parkraupen, ja. Das hat nichts mit Reis zu tun. Richtig. Zu Gerstenkern. Heimisches Produkt, jawohl. So wie es wir mögen. So ist es. Liebe Zuschauer, lieber Arthur, vielen Dank, dass du dabei warst, wieder bei mir beim Kochen. Danke, hat mich gefreut. Ja. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren bei Wertvoll Kochen, hier aus dem Fränkenstudio. Bleiben Sie mal regional und verbunden, Ihr Ralf Hörger. Liebe Zuschauer, das nächste Mal bei Wertvoll Kochen zaubert uns Daniel Thüran vom Barbarossa in Konstanz Lammrücken vom Feinsten. Seien Sie verzaubert!